Was geht ab, Mono Z-Fighter, Ozer hier. Und das Extreme Z-Battle von Full Power Freezer ist erschienen. Wenn ihr das Video schon anschaut, dann ist das Ganze online. Ich werde euch heute die Informationen und Details zu dem Extreme Z-Battle sagen. Alles, was ihr quasi wissen müsst, damit ihr da gedeckt seid für das Extreme Z-Battle selbst. Jedoch muss ich auf jeden Fall anmerken, das Video selbst habe ich vorproduziert am Tag zuvor. Also ist das Extreme Z-Battle, welches aufnehme, noch nicht online. Änderungen sind an der Stelle vorbehalten, wobei ich ganz stark ausschließe, dass sich irgendwas ändern wird, weil es quasi, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, genauso wie es in JP war, so ist es immer gewesen mit Extreme Z-Battles oder an sich mit solchen Modis, sage ich mal, das ist ja kein Banner oder sowas. Deswegen, falls aber dennoch sich irgendwas ändert, ihr irgendwas merkt auf der globalen Seite, lasst es euch sofort in den Kommentaren wissen. Außerhalb davon werden wir das Extreme Z-Battle selbst heute ab 20 Uhr streamen auf Twitch. Ihr nehmt das Ganze aus dem Streamplan, wirft auf jeden Fall ein Auge drauf, ist in der Streambeschreibung, beziehungsweise hier auf YouTube in der Beschreibung. Lange Rede, kurzer Sinn, so viel dazu, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal alle Informationen an zum Extreme Z-Battle von Freezer. Wie gesagt, sein Extreme Z-Battle selbst ist online. Ein Banner kommt online, nämlich das Extreme Z-Fass-Banner, das werden wir uns genauer auch noch gleich detaillierter ansehen. Und dann wird es doch quasi ein Pilas-Show-Angebot geben mit Extreme Z-Fest-Tickets, das gucken wir uns auch an, aber machen wir einfach mal ganz kurz erstmal nacheinander. Und zwar, was ändert sich denn bei unserem Boy Full Power Freezer, wenn wir ihn von ins Extreme Z Awaken? Dazu müssen wir Level 1 bis 30 schaffen, damit wir alle Medaillen haben vom Extreme Z Battle. Was genau wir in der Stage machen müssen, was genau da dran kommt, gucken wir uns gleich an. Was ändert sich aber? Dieser Skill zum einen ergibt dann physisch Charakteren T plus 3 auf HP, Attack und F 70% nach seinem EZA. Die Super Attack ändert sich folgendermaßen: nicht nur, dass er selbst natürlich sein Max Level ist dann bei 140, heißt er bekommt auch höhere Stats, aber auch die SA geht auf SA 15 hoch maximal. Und wenn ihr die SA auf SA 15 bringt, dann macht er immens Damage und erhöht seine Verteidigung um 30% für 3 Runden. Die Passive ist folgendermaßen nach seinem EZA. Attack, er bekommt auf den Angriff 120%, wenn er eine Super Attack macht. Zusätzlich bekommt er Key plus 3 und auf die Verteidigung 30%, wenn er der erste Angreifer in der Runde ist. Heißt, ihr müsst ihn ganz nach links stellen, damit er Key plus 3 bekommt und auf die Verteidigung 30%. Was hat sich jetzt in der Passive geändert? Zuvor hat er nämlich nur immer 120% Angriff bekommen, wenn er eine Ulti gemacht hat. Ich finde, auch zuvor, oder ja, zuvor, vor seinem EZA, ist Full Power Freezer eine sehr gute Karte gewesen. Deswegen finde ich diese kleine Änderung gut. Ich finde es gut, dass sie nicht seinen Angriff erhöht haben, weil das wäre zu viel. Er ist eine Karte, er kommt auf Level 140, seine Stats werden erhöht, 120% sind auf jeden Fall solide. Das hatte er eh schon und dann haben wir quasi noch einen Zusatz bekommen, dass er Key bekommt und einen Verteidigungsboost durch die Passive und durch die Ulti. Heißt, er hat eine gewisse Tankiness bekommen, wenn er natürlich der erste Angreifer ist. Finde ich gut, das ist auf jeden Fall gut gemacht, finde ich gut geregelt. Würden wir jetzt quasi hier, würde er 130 oder 150% Angriff bekommen, das ist ja bei allem Respekt zu viel. Deswegen bin ich echt zufrieden mit dem, was sie aus ihm gemacht haben. Vor allem mit dem, dass er Key bekommt, wenn er der Erste ist und Death Boost. Ihr könnt ihn dann ohne Bedenken in den ersten Slot reinsetzen. Er bekommt direkt Key, denn seine Link-Skills sind in einem Freezer-Team, wenn viele Freezer da sind, natürlich gut, weil er Strongest Clan in Space hat, sind Key plus 2. Aber zum Beispiel außerhalb davon hat er Over the Flash und das haben nicht viele Willenscharaktere. Deshalb ist es gut, dass er sich selbst Key plus 3 gibt als erster Angreifer und diesen Death Boost, dass er eine gewisse Tankiness hat. Also ich bin auf jeden Fall mit seinem EZA zufrieden. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet in den Kommentaren, ob ihr das anders seht. Links haben wir hier Prodigies, Universe Most Malevolent, Nightmare, Strongest Clan in Space, Big Bad Bosses, Over the Flash und Fierce Battle. Er ist in der Kategorie Planet Namek Saga, Full Power und, also Full Power in JP und Enhanced Transformation, das ist die von Super Buu, die neue Transformation, auch in JP. Schauen wir uns mal die Stats an. Er gehört nämlich zu den älteren Charakteren und die älteren Charaktere bekommen durch das Dupe System auf die Werte 7000 und nicht wie alle anderen, sage ich mal, Dokkan Extreme Charaktere oder die meisten UR-SSR-Charaktere 5000, sondern er bekommt, sie bekommen, die älteren, 7000. Alles klar. Wenn wir ihn auf 100% haben, vor allem das EZA, das sollten eigentlich, sind das die EZA-Werte? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, das sind sie, glaube ich, hoffentlich.
Müsste ich mal kurz abchecken. Nein, das waren sie nicht. Nämlich die unteren sind hier. Hier sind die hier sind die Stats. Guck mal, hier sind die Stats, wenn man sie in Extreme Z Awake. Nämlich, er hat da 19.488 HP auf 100%. Na klar, Level 140. Auf den Angriff 7.606 und auf die Verteidigung 12.170. Ihr merkt schon, der Dude ist auf jeden Fall eine Bombe. Der ist wirklich übertrieben gut nach seinem... Er ist auch jetzt schon gut gewesen. Nach seinem Isei wird er noch... besser, sage ich mal. Deswegen bin ich echt zufrieden mit dem, was sie aus ihm gemacht haben. Wenn wir aber mal jetzt zum Extreme Sea Battle selbst gehen und uns fragen, okay, wie läuft das Extreme Sea Battle ab? Auf was muss man achten? Nämlich, wir haben hier an der Stelle, macht man das Ganze mal so, wir haben hier ganz Logo, die ganzen Level. Für jedes Level von Level 1 bis 30 bekommen wir je einen Dragonstone, wie ihr hier das entnehmen könnt. Ich werde auch die Links in die Beschreibung setzen. Ab Level 31 plus bekommen wir das nicht mehr dann. Also kein Dragonstone mehr, sondern wir bekommen wie immer unsere Herkulstatuen. Das ist zwar hier nicht dran, aber das sollte eigentlich der Fall sein. Okay, außerhalb davon bekommen wir uns das Ganze mal hier anschauen. Level 1, ja, Orbs bekommen wir. Wir bekommen viele S-Orbs, M-Orbs, L-Orbs, physisch natürlich. Physisch Orbs. Wir bekommen physisch Grand Kai, um da quasi ein bisschen seine Assets zu leveln und so und so fort. Und natürlich wissen wir ja, jede Runde wird er quasi tankier. Man kann ihn nicht mehr debuffen, man kann nicht mehr stunnen, etc., etc. Gewisse Charaktere machen weniger Schaden. Zum Beispiel ab Runde 11 hat eine Damage Reduction gegen Tech und Int-Charaktere, nämlich 65% und so und so fort. Das könnt ihr euch gerne mal alles genauer ansehen. Das ist üblich wie in einem Extreme Sea Battle, das wisst ihr sicherlich. Okay, heißt, unser Ziel ist hier Level 1 bis 30 zu schaffen, damit wir alle Medaillen haben, um ihn voll ins Extreme Sea zu awaken. Wie kann man das machen? Nun, er ist ja vom Physisch-Type, heißt, ich würde auf jeden Fall erstmal Strength-Charaktere empfehlen. Vor allem Super-Strength-Charaktere. Mit einem Super-Strength-Team werdet ihr auf jeden Fall hier gute Chancen haben. Außerhalb davon, welche Kategorie macht den sehr effektiven Schaden gegen ihn? By the way, hier ist es die Anzahl der Medaillen, aber wenn ihr das auf Level 30 habt ihr sie eh. Und Anzahl an Orbs und an Stones. Ah, okay, das ist halt nicht ganz geladen, deswegen tut das hier gerade sich nicht alles anzeigen. So, jetzt haben wir das auch ganz kurz gefixt, kurz neu gestartet. Aber welche Kategorie ist denn nun sehr effektiv gegen ihn? Die Planet Namek-Saga-Kategorie macht vermehrt Schaden gegen Freezer und annulliert seine Damage Reduction etc. Planet Namek-Saga-Charaktere haben hier folgende Freunde. Ihr merkt schon, da gibt es schon ein paar, aber in letzter Zeit haben wir sehr viele Free-to-Play Planet Namek-Saga-Charaktere bekommen. Sei es dieser Gohan hier. Dieser Gohan, wenn ihr ihn habt, nutzt ihn auf jeden Fall. Sei es LR Freezer, sei es die komplette Ginyu Force und. Sei es der neue Piccolo. Heißt, Freunde, welches Team werdet ihr hier nützen können? Oder mit welchem Teams werdet ihr es leicht haben? An sich, Freunde, von den Extreme Sea Battles, wo man quasi Stones bekommt, da schafft ihr die Stages Level 1 bis 20 sicherlich auch mit vielen Teams, mit vielen eurer besten Teams, sei es mit einem Potara-Team oder Fusion-Team etc. Ab Level 20 könnte es schwierig werden, vor allem die letzten Level, vor allem Level 30, da wird es auf jeden Fall dann schwierig, auch mit solchen Potara-Teams zum Beispiel hier das zu gewinnen, weil er wird dann sehr, sehr tanky gegen eben die ganzen Typen, außer gegen, mehr oder weniger außer gegen die Planet Namek-Saga-Kategorie und die Strength-Charaktere. Heißt, wir müssen dann quasi immer gegen Ende unser Team den Extreme Sea Battle anpassen und in der Hinsicht können wir das folgendermaßen machen. Wie gesagt, mit einem Super-Strength-Team. Wenn ihr ein Super-Strength-Team spielen könnt, dann werdet ihr wenige Probleme haben. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Natürlich kann das Super-Strength-Team von euch anders aussehen, aber wichtig ist, wenn ihr Gohan habt, packt ihn in euer Super-Strength-Team, ihr werdet merken, der wird ihn umhauen. Wenn ihr den Super-Saiyan-Goku habt, der ist auch aus Planet Namek, könnt ihr ihn auch spielen. Außerhalb davon, wie gesagt, kann euer Team Super-Strength-Team anders aussehen. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz klar 4-fach Goku als Leader, LL Vegito Blue, weil er selbst tanky ist, viel Schaden macht, weil er ein Super-Strength-Charakter ist. Dann habe ich noch den Vegeta zu euch reingepackt, Akon Konton etc. Und der ist hier ein Tank, ja. Ein Tank kann man auch mitnehmen. In dem Extreme Sea Battle ist ein Tank auf jeden Fall wichtig. Wie gesagt, euer Super-Strength-Team könnte ganz anders aussehen, kein Thema. Das weiß ich. Was ich euch nur zeigen wollte, ist oder sagen möchte oder euch sagen möchte, was ihr auf jeden Fall machen sollt. Super-Strength-Team habt ihr auf jeden Fall sehr gute Chancen, sage ich mal. Ja, und wenn ihr Gohan habt oder diesen Goku, nehmt ihr mit rein. Außerhalb davon, Planet Namek Saga Team, wenn ihr die Planet Namek Saga Team habt, ihr nehmt dann Gohan als Leader, denn er gibt den Planet Namek Saga Charakteren Ki plus 3 HP Attack 77%, wenn ihr ihn vollends Extreme Sea Awaked habt, dann nehmt ihn mit rein, nehmt Piccolo mit rein, die beiden in eine Rotation, sie haben hier Sea Fighter, Gaze of Respect, Shadow Limit, Ki plus 4, 15% auf den Angriff, der Gohan wird alles umhauen, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die beiden habt, LF Freezer und den Freezer in eine Rotation halten, oder dann quasi G's mitnehmen und den Goku hier. Ihr merkt schon, ich habe es trotz dessen, dass ein Planet Namek Saga Team ist, habe ich es strength-lastig gehalten, weil wir quasi Typenvorteile haben. Ihr könnt aber auch ganz, bei allem Respekt, ihr könnt auch ein Free-to-Play, ihr könnt auch das Free-to-Play-Ginyu-Team mit reinnehmen.
Kein Thema, absolut kein Thema. Mit dem Team würdet ihr es auch auf jeden Fall auch schaffen. Jetzt habe ich Jeez weggeklickt. Wo ist der nette Dude denn? Jeez! Hier, Jeez. Könnte auch zum Beispiel so aussehen, ja? Boom, das volle Gino-Team haben wir. Ne, Bartha fehlt. Hier, boom, jetzt seit 6. Das volle Gino-Team. Das könnt ihr auch auf jeden Fall auch spielen, ja? Den unteren Bereich. Gino-Team werdet ihr auch schaffen. Aber ich würde statt Ginyu als Leader dennoch diesen Gohan nehmen. Dieser Gohan ist vom Strength-Type, der wird das auf jeden Fall reizen. Ihr werdet das merken, der wird wirklich sehr, sehr gut sein in dem Super Battle Road. Heißt zum Beispiel, wenn ihr das Ginyu-Team habt, könnt ihr das so spielen. Wenn ihr aber den Piccolo habt, würde ich vielleicht Piccolo mit reinnehmen statt Ginyu, weil ganz klar, Piccolo hat, Ginyu hat Typen Nachteil und Piccolo mit Gohan in der Rotation ist auf jeden Fall gut gedeckt. Aber ihr merkt schon, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Quasi so könnten die Teams aussehen. Super Strength oder Planet Namek Saga Team werdet ihr auf jeden Fall gut gedeckt sein. Außerhalb davon haben wir dann am Ende noch das Extreme Z Fest Banner. In diesem Banner sind nur diese drei Charaktere gefeatured. Heißt, ich habe die Frage oft bekommen, wenn ihr einen von den Charakteren wollt, solltet ihr das summonen. Die Rates sind gut, denn 5% werden aufgeteilt für die Anzahl der gefeatureten Charaktere und das sind nur 3. Also einen von den 3 zu ziehen, da sind die Chancen auf jeden Fall gut. GSSR sollte das Banner auf jeden Fall sein, mit Dragonstones sollte GSSR sein, aber da ist natürlich noch 95% nicht gefeatured. Warum sage ich mit Dragonstones? Weil wir haben am Anfang gesehen, dass man auch Tickets kaufen kann. Diese Tickets bekommt ihr aus dem Pilas Chose Pack. Ich kann mich nicht mehr recht entsinnen, wie viel das gekostet hat bei den letzten, ich meine 11 oder 17 Euro. Am Anfang war es sehr teuer, 27 oder so. Dann haben die es gesenkt auf 21, 11, 17, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und mit diesen Tickets, wenn ihr das sammelt, beschwört ihr 5 Charaktere. Aber einer ist auf jeden Fall garantiert gefeatured. Heißt, einer aus den 3 mit den Tickets könnt ihr euch holen. Ist euch überlassen, ob ihr das kaufen wollt oder nicht. Aber auf jeden Fall seid ihr da quasi gedeckt mit den ganzen Informationen und Details zu dem Extreme Z Battle von Freezer. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wir werden das, wie gesagt, heute Abend im Stream machen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut auf jeden Fall vorbei. 20 Uhr auf Twitch. Alle Informationen dazu sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Freunde. Lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.